Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Produktrezension. Heute geht es um den Drucker von Brother HL1112. Ich brauche den Drucker und zwar einen Drucker, der Folgendes kann: Patronen dürfen nicht teuer sein, Drucker muss billig sein, schnell ausdrucken und einfach in der Wartung. Und damit fällt im Endeffekt schon ein Tintenstrahldrucker raus, aus dem einfachen Grunde, weil man muss immer drucken beim Tintenstrahldrucker, sonst trocknet die Patrone ein. So, und das nervt einfach, weil das einfach Energieverschwendung ist. Und von daher, Tintenstrahldrucker überhaupt, du musstest doch bei den meisten Tintenstrahldruckern, musste ich bisher immer mehrere Patronen kaufen. So, und dann war die eine leer und dann die andere und dann konntest du nicht die eine kaufen. Und das war ein wirklich nie wieder Tintenstrahldrucker. Und deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir einen Laserdrucker. Und ja, dann, also Laserdrucker. Aber ich brauche ihn total selten. So ein Laserdrucker. Und von daher, ja, muss er auch billig sein. Und ja, dann habe ich geguckt und ja, schwarz-weiß Laserdrucker. Also bunt Laserdrucker habe ich mir nicht gekauft, sondern schwarz-weiß Laserdrucker. Und das ist der Brother HL112 auch. Er ist total billig, kostet 50 Euro. Und ja, die Patrone, die kostet unter 20 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Es gibt also Drittanbieter und hält dann auch wieder, glaube ich, für über 1000 Seiten, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Und ist halt im Endeffekt total billig. Und die Toner nennt man das, das sind keine Patronen, sondern Toner, die trocknen eben auch nicht aus. Das heißt, ich muss nicht einfach nur drucken, damit ich drucke, sondern ich drucke dann, wenn ich wirklich drucken muss. Und von daher, ja, muss ich sagen, war ich von dem System von Anfang an überzeugt, das heißt, Laserdrucker muss es sein. So, als erstes kommt natürlich, ja, die Installation, beziehungsweise, ja, wie ich die Patrone sozusagen das erste Mal in den Drucker reingemacht habe. Und das sehen wir uns jetzt an. So, da ist er nun, der Brother HL112. Geliefert wurden der Drucker, dann eine Patrone und eine CD. Die CD, ja, die habe ich jetzt irgendwo da hinten liegen, interessiert nicht. Ganz interessant, es gibt keine detaillierte, ja, Gebrauchsanleitung für den Brother mit. Also das hat mich ein bisschen schockiert. Alles, was man bekommt, ist, wie man den so ungefähr zusammenbaut. Und ich kann euch sagen, das ist relativ rudimentär gestaltet, also hat sich relativ rudimentär hier gestaltet, weil ich hatte den gerade schon mal versucht aufzubauen und bin gescheitert. Und ich halte mich jetzt für nicht so untalentiert. Und muss sagen, also bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere, der ja auch der noch nie einen Drucker in der Hand gehabt hat, da auf jeden Fall scheitern wird. Also finde ich viel, viel zu wenig, was hier sozusagen gepostet wurde. So, als erstes, deswegen will ich euch das gleich mal zeigen, damit ihr dann besser vorankommt. Vorausgesetzt, ich krieg's hin, ne? Das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Also, wie gesagt, das Ding wird geliefert, das ist die Patrone, und das Ding ist quasi jetzt, ja, der Drucker, und den macht man auf. Wo macht man den auf? So. Und ja, und dann, ich nehme euch mal rein jetzt hier. Seht ihr das? Und da ist dieses Teil hier, dieses Grüne. Und das muss man rausnehmen. Und das ist auf der Anleitung hier ganz, ganz schwer zu erkennen, wie man das rauskriegt. Also ich zeige euch das mal. Da muss man hier rein und da ist so ein kleiner Griff dran und da zieht man dran. Kleiner Widerstand und dann kommt das hier so rausgefahren. Und dann hat man das in der Hand. So. Und ja, und dann muss man dann wahrscheinlich oder mit Sicherheit die Patrone in dieses Ding da einführen. Das weiß ich nicht, mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Ich tue mal die Kamera wieder zurück. Also ich hab das selber noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es ganz cool, wenn ihr jetzt hier dabei seid, weil da können wir nämlich sehen, ob es so einfach ist, wie es eigentlich sein sollte. So, dann ich gucke nochmal auf die Anleitung drauf. Okay, das oben. Ja, wie gesagt, es sind nur ein paar Pfeile und das soll an das. Also hier steht nur drauf, dass das hier rein soll. Wie und was, ist ganz schwer zu erkennen. Muss ich mal gucken. Boah. Was ist schon? Hat nichts eingerastet? Naja, also. Mal, muss man auch da rauskriegen. Also so rein und dann. Naja, also wie gesagt, also der Zusammenbau, ich finde das durchaus anspruchsvoll. Also, naja, vielleicht bin ich auch bloß bekloppt, ich habe keine Ahnung. So, und das tut man dann jetzt wahrscheinlich hier wieder rein. Okay. Gut. Jetzt geht er nicht mehr zu.
geht nicht mehr zu. Das Ding geht nicht mehr zu. Alter Falter, was ist denn jetzt hier falsch? Ist eigentlich alles so drin, wie ich sagen würde. Das Ding geht einfach nicht mehr zu. Ja. Na, so viel zum Thema, ne? Also, das ist der Zusammenbau. Ich nehme das mal wieder raus. Und schau mal, ob der jetzt so noch zugeht. So geht er zu. Also habe ich scheinbar irgendwas falsch eingebaut. Ja, aber aus der Anleitung geht halt nichts Besseres hervor. Ja, also das schon mal gibt ja mindestens einen Standabzug. Also das ist ja nur wirklich... Ja, wie gesagt, vielleicht bin ich auch wirklich so blöd oder was, keine Ahnung. Ja, das sieht aber eigentlich so aus. Vielleicht ist auch nur eine Schutzhülle hier. Genau. Das hier ist eine Schutzhülle, die vorher ab muss. Ja, so ist das. Naja. Okay, jetzt hat es eingerackt. Okay, also diese Schutzhülle muss vorher abgemacht werden. So, jetzt probieren wir wieder. Aber das muss man erstmal wissen, ne? Hier, also hier steht das zwar dran, dass man die, dass die orangene Hülle hier, dass man die, da ist ein Pfeil, aber da könnte, ja, eigentlich steht's da, muss ich sagen. Also meine eigene Blödheit. Aber manche sind ja halt blöd, ne? Das müssen wir auch inkludieren. So, jetzt kriege ich das nicht mehr rein. Nee. Jetzt geht auch zu. Okay, das war der Zusammenbau. Ja, wie ihr seht, ich habe mich eigentlich bisher für nicht ganz so doof gehalten, aber wahrscheinlich dann doch. Und ich denke mal, wenn mir das passiert hier mit diesen Dingen, dann passiert das wahrscheinlich auch dem einen oder anderen von euch. Von daher achtet drauf, weil ich mir relativ sicher, dass ihr da auch was kaputt machen könnt, wenn ihr das dann reinhaut. Und ich sehe gerade, hier steht es auch fett und dick drauf, remove. Das heißt... Ja, ist mein Fehler gewesen. Aber okay, wie gesagt, ich denke, dem einen oder anderen würde das auch passieren. Und ja, dann habe ich jetzt den installiert, habe CD, sozusagen das Programm installiert auf dem Computer, Drucker angemacht und dann die erste Seite direkt gedruckt. Und ich habe mal gestoppt von der Zeit, also wo ich auf Druckauftrag geklickt habe, bis die Seite draußen war, 20 Sekunden. Aber das ist bei der... Es hat, also das Drucken an sich war viel kürzer, bloß erstmal, dass der Drucker realisiert, oh, Druckauftrag, das hat halt insgesamt 20 Sekunden gedauert. Ist aber vollkommen in Ordnung. Die Druckqualität, ja, das ist, sag ich mal, sehe hier, das ist jetzt auch die Rechnung für den Drucker, ne? Da seht ihr auch meine Adresse, wenn ihr die Fanpost hinschicken wollt. Ja, und die Druckqualität ist wunderbar, also im Gegensatz zu Tintenstrahldrucker verwischt natürlich ja gar nicht, da kannst du hier drüber gehen. Ne? Das ist aber dem Drucksystem geschuldet, dass es eben wunderbar ist. Geht schnell, einwandfrei. Also von daher muss ich sagen, wenn jemand wirklich, genau wie ich, einfach einen billigen Drucker sucht, der hin und wieder was ausdruckt, irgendwelche Geschäftspapiere oder Steuer oder was auch immer, eben nichts anderes drucken will, einfach in der Handhabung, keine teuren Patronen in irgendeiner Weise, und immer wieder nachfüllen muss und irgendwas drucken muss, da ist mit so einem Laserdrucker wunderbar bedient. Ich kann natürlich jetzt nichts über die Haltbarkeit sagen, aber ich kann schon sagen, dass ich durchaus begeistert bin. Also Laserdrucker, das war vor ein paar Jahren mal so ein Traum und jetzt habe ich gesehen, 50 Euro ein Laserdrucker, einwandfrei. Ist natürlich schwarz-weiß, aber ich meine, für die meisten Sachen brauchen wir keinen Bund. Also, von meiner Seite her muss ich sagen, das wollte ich euch unbedingt mitteilen, dass ich eigentlich nichts daran auszusetzen habe. Ich weiß nur nicht mit der Haltbarkeit, wie lange das Ding hält. Aber vielleicht mache ich dazu ein Update. Ich mache auf jeden Fall ein Update dazu, wenn der irgendwie in kürzester Zeit die Mücke macht. Ansonsten, ja, einfach klarer Kauf, 5 Sterne, nichts zu beanstanden, bis auf meine eigene Doofheit. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.